Stanley und Rita, die arbeiten genau. Der Bob und sein Team haben zusammen viel Spass. Sie bauen und flicken, sind Spitzenklasse. Auf den Baumarkt können wir es flicken. Auf den Baumarkt sicher klar. Die Lisette, der Pipsi, der Kevin, der Lumpen arbeiten alle zusammen und manchmal stehen sie Gumpen. Auf den Baumarkt können wir es flicken. Auf den Baumarkt sicher klar. So, jetzt machen. Wir brauchen noch eine letzte Ladung von diesem Belag. Gut, wo kommt sie? Da über bitte, Mocke. Bitte, Walzi. Pass auf, Pipsi. Walzi vor. Und rechts, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Und denen. Und, oh. Stopp, aufhören. Was ist los, Orangeli? Schaut, dort hat es einen Stein mit dem Kopf, der sich bewegt. Oh, schau, Bob. Ein Schildkröte. Wo kommst denn du her? Zum guten Glück hast du sie gesehen, Orangeli. Sonst hätte es ein böses Unglück geben. Genau. Sali Schildkrötli, Entschuldigung, dass ich dich verschreckt habe. Du bist ein bisschen wie ich, gell? Langsam, aber dann kommst du doch ans Ziel. Was machen wir jetzt mit dem herzigen Schildkröte, Bob? Keine Ahnung, Orangeli. Solange wir am Bauen sind, kann es nicht da bleiben. Sonst passiert dann noch etwas. Wieso nehmen wir es nicht mit ins Bauzentrum? Der Mocke muss sowieso das Bushäuschen holen und könnte dann gerade das Kränli mitnehmen. Gute Idee, Rita. Kann der Timmy mit mir kommen, Bob? Wer? Schildkrötli Timmy, mein neuer Freund. Also gut, nehmen wir es mit, Walzi. Tschüss. Das ist dein neues Haus, Timmy. Wenn du länger bei uns bleibst, dann baue ich dir etwas Grösseres. Bist du bereit, Kleinli? Ich nehme ein Bushäuschen und du kannst das Verkehrszeichen transportieren. Hey, ich weiss nicht recht. Also, zuerst müssen wir wissen, was sie hingehört. Oh, können wir sie nicht behalten? Nein, das geht nicht, Orangeli. Schildkröte läuft bei uns nicht frei umeinander. Irgendjemand vermisst sie sicher schon fest. Und der irgendjemand sucht sie sicher überall. Ganz genau, Schuba. Geht ihr zwei doch ein bisschen umfragen, ob jemand aus der Nachbarschaft den Schildkröte verloren hat. Wie gemacht, Bob? Können wir sie finden? Sicher, klar. Und ich baue ihr einen eingehakenen Auslauf, dann kann sie sicher nicht mehr davor rennen. Sie kann nicht rennen. Sie ist ein Langsamfüßler. Genau wie ich. Noch ein bisschen rauf. Vorsichtig, Kränli. Tommy? Tommy? Wo steckst du auch? Haben Sie etwas verloren, Frau Bodmer? Ja, Orangeli. Ich suche meine Schildkröte. Wie sieht sie denn aus? Also, sie ist rund und hat vier Beine und einen Kopf. Die habe ich gerade vorhin gefunden. Oh, da bin ich aber froh. Wo ist sie dann? Also, kommen Sie doch einfach mit mir. Hey, Schuba. Hast du etwas herausgefunden? Nein, ich habe überall herumgefragt. Aber niemand hat den Schildkröte verloren. Oh je. Ich passe ganz fest auf sie auf, sonst geht sie am Ende nochmal verloren. Oh, es ist so heiß. Hey, Walzi, du kannst jetzt nicht einschlafen. Wow.
Grüezi, Herr Bauer. Ihre Salatköpfe sehen dann anmächtig aus. Die habe ich heute Morgen geerntet. Und jetzt bringen wir sie auf den Markt. Pass auf, Pipsi! Die schmecken so fein. Könnt ich ein paar haben für die Schildkröte, die wir gefunden haben? Oh, wem gehört sie denn? Eben wissen wir es nicht. Aber wir finden es schon raus. Viel Glück und nehmen Sie so viel Sie. Danke vielmals, Herr Bauer. Wenn ich höre, dass jemand eine Schildkröte sucht, dann gebe ich gerade Bescheid. Adieu, Herr Bob. Adieu, Herr Bauer. Timmy, wo bist du? Der Timmy ist fort, Walzi. Oh, fort? Wohin denn? Da sind wir, Frau Bodmer. Da ist Ihre Schildkröte. Wo ist mein Tommy? Wo ist mein Timmy? Er heisst Tommy, Walzi. Tommy! Timmy! Tommy! Ich tue mich lieber nicht zu fest bewegen, sonst roll ich noch über den Timmy, den Tommy. Siehst du nie einen Piepsi? Tommy! Bob, was ist denn da los? Oh, Rita, wir haben die Schildkröte verloren. Was? Sie haben schon überall gesucht. Also, wenn sie nie bei uns im Hof ist, dann ist sie wahrscheinlich auf der Straße. Oh nein! Auf der Straße! Haben Sie keine Angst, Frau Bobmer. Sie taucht sicher bald wieder auf. Habt ihr etwas verloren? Tommy! Timmy! Ich habe sie auf dem Boden von meinem Anhänger gefunden. Sie hat geschlafen. Ich glaube, sie hat ein Salatfest essen müssen verdauen. Aus dem Keg raus kann der Timmy, der Tommy nicht mehr davonlaufen. Ich habe gemeint, er sieht aus wie ein Timmy, aber eigentlich gleicht er mehr an einem Tommy. Du darfst ihm gerne an Timmy sagen, Walzi. Die Hauptsache ist doch, dass er wieder da ist. Weißt, ich habe den Tommy schon seit ich ganz ein kleines Mädchen war. Wirklich? Ich habe nicht gewusst, dass Schildkröten so alt werden. Oh, also, ich meine, ich kann eigentlich wohl sagen. Also, sie können bis zu 60 Jahre alt werden oder noch älter, wissen Sie? Du wirst mir fehlen, Tommy. Oh, du kannst doch jederzeit vorbeikommen und den Tommy besuchen, Walzi. Wirklich? Wirklich? Juppi! Puh, das war ein strenger Tag heute. Wir haben eine ganze Bushaltestelle gebaut, gell, Kränli? Oh, ich weiss nicht recht. Ich habe den Tommy gefunden. Und die Frau Bodmer! Ich hätte sie so gern behalten. Aber ich bin doch froh, dass sie wieder bei der Frau Bodmer ist. Dort ist sie nämlich zuhause. Oh, du musst keine Schiss haben, Pipsi. Du bist und bleibst mein bester Freund. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht.